So, Leute, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren weiteren Video hier in BeamNG Drive. Und wir schauen uns heute eine neue Map an, nämlich die Argentinian Roads, also wunderbar Argentinien. Ihr seht, da oben weht ja auch schon die Flagge. Und diese wunderbare Karte gucken wir uns an, sind nämlich wunderbar, ich zeig's euch gerade mal, 16 Quadratkilometer. Und Quadratkilometer, wortwörtlich, weil es ist ein fucking Quadrat, auf dem wir uns befinden. Aber das sah auf Bildern sehr geil aus, kam im Forum auch sehr gut an. Und ich habe den Blinker jetzt angestellt, mit welcher Taste auch immer das jetzt passiert ist. Jetzt wieder aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nicht drücke. Ich habe aber so einen Blinker gemacht. Auf jeden Fall sah es im Forum sehr, sehr cool aus und sieht nach schön einfach Cruising-Map an. Ein bisschen einfach durch die Landschaft fahren, ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir heute auf jeden Fall hier machen. Die Map hat noch ein, zwei Probleme. Das eine Problem kommt uns schon entgegen, nämlich die KI. Man kann Gegenverkehr schon aktivieren, der fährt auch schon hier und da. Hat manchmal ein bisschen Wegfindungsstörung. Aber da arbeitet der Mod auch noch dran. Dementsprechend ist es jetzt nicht unbedingt das Highlight, das wir haben. Und ich habe ja gesagt, bei Map-Mods, im Gegensatz zu Car-Mods, werden wir auch eher mal uns hinter das Lenkrad klemmen, weil Leute auch gemeint, ey, du hast jetzt einen Simrig und BeamNG Drive ist mit dem Lenkrad so geil. Da habt ihr ja recht, BeamNG Drive ist mit dem Lenkrad wirklich geil. Aber wenn ich euch Fahrzeugmods zeige, dann mache ich das lieber mit dem Controller, weil da kann ich mich schneller umgucken, Slow-Mo und den ganzen Kram machen. Und wir wollen da das Fahrzeug ja ein bisschen mehr uns begutachten. Und das ist am Lenkrad alles ein bisschen umständlicher, ne? Weil hier alles mit Kamerasicht und so, ihr wisst, wie ich meine. Und dementsprechend bei Car-Mods sind wir halt hauptsächlich noch mit dem Controller unterwegs. Moin, Digga, das ist nicht deine Spur, aber egal. Und gucken uns damit an. Aber bei Map-Mods, wie jetzt bei dieser wunderbaren Map, die ja wirklich dazu einlädt, da setzen wir uns auch mal hinter das Lenkrad und fahren mal eine Runde. Ich würde auch gerne mit dem Haarschifter fahren, aber den, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich ja bei dem Noese-Video zerlegt. Also, der hat jetzt Spielraum. Ich habe mir mal einen neuen zulegen und dann fahren wir hier auch mit schönen Schalten durch. Ich habe jetzt nicht das Feeling, einen Golf 4 GTI mit Pedals zu fahren. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Deswegen fahren wir einfach mit der Automatik. Und ja, gucken uns diese wunderbare Karte mal ein bisschen an. Und ja, schauen wir mal, was es hier zu entdecken gibt. Es ist relativ viel einfach Fläche. Also sehr viele Weidelandschaft, sehr viele Felder und so Kram. Was ja nicht schlecht ist. Es hat ja auf jeden Fall auch seinen Vibe. Vor allem, wenn man hier dann mal so ein bisschen rumcruisen möchte. Das sagte er, während er brutalst illegal Leute überholt. So, ja, ein bisschen rumcruisen, so mit 100 Sachen in der Innerorts, Digga, sag ich dir. Und die Kinder wollen wieder keinen Platz machen. Ja, bitte nicht hier mich reinfahren, danke. Ich würde sagen, wir fahren erstmal noch weiter geradeaus. Es geht gerade ein gutes Stück geradeaus, also ich würde erstmal sagen, wir fahren erstmal geradeaus. Und wenn wir abbiegen müssen, was jetzt der Fall ist, dann tun wir das. Es ging rechts irgendwo hin, ich habe die Schilder ignoriert. Das muss so. Ja, aber Großteil funktioniert die KI ja. Also wie gesagt, bis auf manche Straßen, wo sie dann plötzlich zum Geisterfahrer wird, aber das sind die kleinen Dinge. So, es geht gerade nach, aha, und rechts, aha. Es gibt aber auch ein kleines Highway-Netz, ne? So ein leichtes Autobahnnetz gibt es wohl auch. Und rechts ist noch eine Baustelle, da könnten wir, glaube ich, auch nicht lang. Also wir fahren jetzt mal hier über diese wunderbare Kuppe. Ich glaube, hier fahren wir, ne, wo fahren wir jetzt? Fahren wir hier auf dem Highway? Aha. Ich fahre mal hier rechts rum. Ich darf hier gar nicht rein. Na, ist egal. Ich fahre hier trotzdem rein. Ich meine, der Gegenverkehr hält sich auch nicht dran. Also dementsprechend lasse ich mir von dem sicher nicht vorschreiben, wie ich mich hier an die Verkehrsregeln zu halten habe. Wenn der Gegenverkehr das nicht machen muss, muss ich das auch nicht, Bruder. Gibt Gründe, sich an Verkehrsregeln zu halten, habe ich mir erzählen lassen. Ja, ja, backen jetzt. Ja, muss man ein bisschen. Ist hier gar kein Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall der Highway. Also wenn man auf die richtige Seite drauf fahren würde, nämlich hier, dann ist das ein Highway. Können wir den Golf 4 auch mal ein bisschen bei mir erstmal prügeln? Hoppla. Erstmal 20.000 Mal die Sicht durchprügeln. Irgendwann hat man schon die richtige. Kann man mal ein bisschen ausfahren, das Kfz hier. Also, wir haben auf jeden Fall. Also, wir haben schöne Landstraßen. Wir haben, glaube ich, zwei, drei Ortschaften haben wir. Wir haben einen Highway, was auf jeden Fall schon mal ziemlich geil ist, weil ein Highway immer gut ist, wenn man Möglichkeit hat, Autos schnell auszufahren. Und wir suchen ja auch immer Maps, die man gewissermaßen. Für auch Automod-Videos nutzen kann, also die man auch einfach dafür nutzen kann, Autos präsentieren. Und da brauchen wir ja schön abwechslungsreiche Maps, ne, die auch einen Reiz haben. Und das hier hat auf jeden Fall schon einen Reiz, weil Autobahnen sind natürlich sowieso geil. Ich als Deutscher muss das sagen. Obwohl Landstraßen geiler sind. Ich weiß nicht, die ganzen Leute, die sagen, Autobahn ist das Beste. Es ist wirklich das Langweiligste, was du machen kannst, einfach nur geradeaus zu hämmern. Aber, also Dragrin jetzt mal außen vor gelassen. Aber, also auf dem Viertel-Mile-Strip, nicht auf der Autobahn. Don't get me wrong. Bitte nicht falsch verstehen. Geht ihr nicht um vierte Meile rennen auf der Autobahn? Die Bremse wird nicht packen. Ei. Wunderbar. Die haben ganz schön viele Baustellen in Argentinien. Das würde ich gerne mal reinwerfen wollen. Und die sind nicht so früh angekündigt. Also eine deutsche Autobahn hätte hier schon
sehr früh angekündigt, ey, passen Sie aber auf, da kommt gleich ein Auto, eine Baustelle, die 50. auf den 30 Kilometern, die sie gefahren haben. Geht's nicht rechts rein? Hör mal hier rechts rein. Hab ich gerade irgendwas gesehen, jetzt nämlich so ein Türchen. Ist das ein Parkplatz oder was ist das hier? Was ist denn hier so eine Rennstrecke? Wow. Ja, mein Controller ist noch da, aber ich wusste gar nicht, dass der dann Probleme da haben kann, wenn der Controller nebenher noch dran ist. Den habe ich einfach für ein paar Tastenbelegungen da. Okay, hier haben wir auf jeden Fall... Das ist, glaube ich, eine Rennstrecke, kann das sein? Oh, hier ist eine Rennstrecke, geil. Dann fahren wir mal durch die Boxengasse durch, moin moin. Hier lang. Okay, die Stadtziellinie glitscht durch die Mauer durch. Aber wir haben eine Rennstrecke. Ja gut, rein da, ne, hätte ich gesagt. Das ist ja geil. Und das ist einfach ein Pluspunkt, warum diese Map auf jeden Fall vielleicht sogar dieses Kontingent von, den können wir für die Automod-Videos reinnehmen, weil wir haben auf hohen Abschnitten, die wir noch nicht gefahren haben, wir haben schöne Landstraßen, wir haben Highways und eine Rennstrecke. Die so breit ist wie ein fucking Flugfeld, aber davon jetzt mal ab. Und uneben as fuck, holy shit, ist das am Vibrieren im Lenkrad. Ups, hier links rum. Ja, ja. Ich fahre einfach meine eigene Linie, weil ich habe ja gesagt, es gibt auch Offroad. Man muss nur wissen, wo und wann. Komm rum, komm rum, komm rum. Komm rum. Komm rum! Schön Allrad-Burnout, so muss. Allrad-Vorantrieb-Burnout. Allrad-Burnout, da muss viel Leistung anliegen, sag ich euch aber. Das ist eine sehr simple kleine Strecke, aber sie haben eine Rennstrecke. Das ist ja erstmal ein Pluspunkt, hätte ich jetzt gesagt. Okay, wir haben eine Rennstrecke, das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben eine kleine Rennstrecke, okay. Das ist auch ein schönes kleines Highlight. Komm ich hier durch, ohne mir die Kiste zu senden? Ja, komm ich. So. Bin irgendwie links drauf gekommen, aber wir fahren auch gerne hier rechts runter. Ich habe noch keine Ahnung, wo das hier hingeht. Wir fangen mal der KI, die wird schon wissen, was sie tut. Obwohl ich da der Meinung bin, nein, weiß ich aktuell noch nicht, aber... Oh, hier ist ein Offroad-Weg. Hier können wir cutten. Hier ist ein Offroad-Weg. Okay, rein da. Gucken wir mal. Das kann ja nicht so uneben sein. Ein bisschen Rallye hier im Golf 4 kann ja auch nicht schaden. Uiuiuiui. Alles gut. Oh, man hören Wege hier einfach immer so auf. Können wir uns da mal für Schilder entscheiden, Mann. Ich glaube, hier irgendwo rechts ist der Weg gefahren. Versuchen wir wieder drauf zu finden. Da ist er, hab ihn. Okay, jetzt fährt auch KI rum. Nicht im Gegenverkehr, erstaunlicherweise. Uiuiui. Was macht der? Fuck, erstaunlich gut mit, wollte ich gerade sagen. Oh, ausweichen. Oh, Büsche. Wieder zurück, danke, moin moin. Darf ich mal, dankeschön. Fuck, dass wenn die Drehzahl den hier macht, das ist einfach ein gutes Zeichen für eine ebene Straße. Mein Gott, wir haben Highways und wir haben Highways auf Schotter. Holy shit. Jo, okay, das hat er aber sehr gut anscheinend abgefangen. Also wir haben Asphalt Highways und wir Feldwege, die 50 Kilometer geradeaus gehen, was ich aber geil finde. Zum Testen vom Fahrzeug ist das hier wirklich super, kann man nicht anders sagen. Boah, Junge. Wie geht's denn am Golf eigentlich so? Ich glaube, bisher geht's doch ganz gut, wenn er nicht Rechtskurve kommen würde. Oh, Zaun. Das ist nicht massiv. Manchmal hat man echt Glück, was hier nicht massiv ist. Wie sehr hat denn der Wagen das darunter gelitten? Krass, bis auf dass die Haube aufgesprungen ist, ist gar nichts passiert. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Da war ja jetzt doch, ist ja noch recht wenig passiert. Glück gehabt. Aber bisher mag ich die Map sehr. Weil es zum Fahren halt super einlädt. Asozial fahren vor allem. Sehr schön. Ob sie eine Linie auf der Straße? Das wird einen Grund haben. Den ich komplett ignoriere. Und hier rechts ist doch ein Feldweg. Ey, ich hab die lieben gelernt. Wir fahren den nächsten Feldweg rein. Der Golf 4 macht das super. Rein da. Rein, rum, komm. Nicht untersteuern. Vamos. Ich meine, davon haben wir auch eine Offroad-Variante von diesem Auto, aber. Wie ihr euch denken könnt, ist mir, oh Gottes Namen, ist mir das ganz schön egal. Meine Fresse, die andere Straße war dagegen ja richtig eben. War ich hier schon? Nee. Fahr mal links rum. Ich weiß nicht, ob wir hier gerade, ich glaube, wir waren hier gerade schon mal. Ich fahre mich hier gerade.
Wo ist die Straße? Wann kommt die wieder? Nein, 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 nein. Ja, da. Ja, nochmal. Gleichermat. Da ist der Pferd weggebunden. Super, ich kann nicht mal mehr der KI folgen. Die fährt auch scheiße. Okay, wir gehen mal ganz kurz auf die Map. So, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ich guck mal gerade. Ja, wir haben keine Spawnpunkte, das ist schlecht. Okay, wir sind hier oben. Wow. Fahren wir rechts, links, dann rechts. Kann man auch zoomen ein bisschen noch, warte mal. Ja, okay, ich kann jetzt gar nicht zoomen. Wir gucken mal. Wir fahren jetzt mal hier rechts, links und dann am Ende dieser Straße rechts. Dann sind wir oben am Ende der Map. Und dann gucken wir, wo wir dann hinfahren. Eieiei. Ja, schöne Straße. So, hier will ich jetzt rechts, weil dann sind wir, guck mal in die Ecke. Da hinten ist auf jeden Fall was. Da hinten ist auf jeden Fall was. Ich bin begeistert, wie lange ich dieses Auto nicht resetten muss, ne? Also wir sind jetzt so auf höhere Feldwege gehackt und es ist irgendwie fairerweise gut gegangen, weil das Spiel sich entschieden hat, dass Zäune keine Hitbox haben sollten. Oh, hier waren mal Schilder und Stoppschilder, Wahnsinn. Links irgendein Turm und das rechts hier ist. Was ist denn das hier? Tankstelle? Eine Tankstelle. Nice. Dann haben wir da noch irgendein anderes Gebäude. Fahren wir da drüber nach. Ah, das ist La Chicharras. Gesundheit. Okay, das ist aber schon mal eine Ortschaft, die wir hier gefunden haben. Oder sind wir in der gestartet? Ne, in der sind wir nicht gestartet. Aber hier ist eine kleine Ortschaft. Joe liegt auf klein, aber natürlich hat auch diese Ortschaft Feldwege, die man hämmern kann. Aber wir haben zumindest mal eine kleine Ortschaft schon mal gefunden. Das ist doch ein kleiner Anfang. Es ist ein kleiner Anfang. Eine von dreien. Ja, wunderschön, hier durch. Danke. Aber bisher macht die Fahrer echt Bock, die Map. Also ich vermute echt, wenn wir Autos uns angucken, die könnte sehr stark ins Portfolio mit reinkommen. Weil klar, die KI hat hier und ihre Aussätze, aber ich finde, die sind bislang noch sehr human. Also das ist jetzt super störend. Manchmal fährt es halt im Schotter geradeaus. Mache ich auch, also alles gut. Warte, wir fahren jetzt im Gegenverkehr. Mache ich auch, also alles super. Fahren wir rechts rum. Warte, hier waren wir doch gerade schon. Nee, machen wir nicht. Das ist wieder woanders, ne? Ey, wirklich, einzige Problem, ich verliere hier komplett die Übersicht. Was? Ich will, das klingt so negativ, aber alles sieht gleich aus, aber ist es ja nicht. Es macht fahrerisch ja trotzdem Unterschied, wo wir sind. Aber, na gut. Ich kann die Schilder gar nicht so schnell lesen. Ja, wir fahren mal links rum. Fahren mal links rum, keine Ahnung. Wir schauen mal, wo es uns hin verschlägt. Was sie sehr schön hinbekommen haben, sind auf jeden Fall so die Straßenunebenheiten. Jetzt zum Beispiel das hier ist eine gerade komplette Buckelpiste, auf der wir unterwegs sind. Also die alles so komplett glatt gebügelt. Das finde ich sehr, sehr geil, dass die Straßen halt auch so ein bisschen ja, Charakter haben. Das finde ich ganz cool. Das macht fahrerisch halt Bock, vor allem jetzt gerade im Wheel natürlich. So, damit haben wir eine zweite Stadt gefunden. In der sind wir, glaube ich, gestartet. Ich weiß es nicht. Boah, Junge, hier haben Bodenwellen. Komm, fahr, Bruder. Die haben wir. Gleich haben wir. Oh, Geschwindigkeitsbrücke haben sie. Die haben Speedbumps. Nice. Noch eine Tankstelle. Wir haben auch eine Tankstelle auf jeden Fall. Die Ortschaft ist auch wieder schon mal ein bisschen, ich sag mal, größer. Hier haben sie Parkplätze auf der anderen Seite. Hier haben sie noch irgendeinen Laden. Was auch immer das hier ist. Ich schätze mal. Ja, Import. Ja, Autohändler eigentlich. Der hat nur gerade nichts da. Das ist kein KI-Fahrzeug, das ist ein Objekt, da soll ich nicht reinfahren. Und wieder schöne Feldwege haben sie. Aber ich finde es cool, wie die Straßen so leicht Unebenheiten haben. Dass das nicht alles so glatt gebügelter Asphalt ist, sondern ein bisschen auch zu den Ortschaften passt, dass die Ortschaften Geschwindigkeitszugel haben. Das sind alles sehr schöne Details, muss man einfach ganz klar sagen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Industry. Mit ein paar Containern. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Kann man ein bisschen seinen inneren Block raushängen lassen. Jetzt natürlich nicht mehr im Golf 4, da brauchen wir nicht anfangen. Das ist falsche Auto hierfür. Hier noch ein bisschen mehr Industrie. Ja, schön dekoriert, kann man nicht anders sagen. Bisher eine schön gemachte Map. Steht noch ein Autohändler rum. Fahren wir hier links rum. Und
dann fahren wir hier nochmal links rum, vermutlich einfach. Oh, Bodenwelle. Oh, über den Bodenwelle musst du drauf gefasst machen. Die sind schon teilweise ganz gut vorhanden. Was aber cool ist. Macht halt fahrisch, wie gesagt. Spaß, wenn es dir nicht das Lenkrad aus der Hand reißt. Jetzt sind wir hier einmal um dieses Industriegebiet rum. Jetzt fahren wir hier mal rechts längs. Rechts geht's wieder auf die Autobahn. Rosario, Autodromo waren wir ja schon. Autodromo wird ja die Rennstrecke gewesen sein, vermute ich mal. Lomitas waren wir noch nicht, oder? Ich würde gerne mal nach Lomita, aber ich vermute, wir können nicht nach Lomitas, weil da die Baustelle kommt, oder nicht? Also wenn ich hier wieder... Lomitas ist immer noch geradeaus. Nee, das ist eine andere Autobahnkreuzung. Hier gibt es anscheinend mehrere. Hier geht's zur 5. Gegner, KI, die Gegner, ja. Lomitas ist... Mal kurz rückwärts fahren, ich habe hoffentlich keinen hinter mir. Wo ist Lomitas hin, hä? Weil ich auf die 5 gemusst. Rosario, wir fahren mal Returnus? Wir fahren mal nach Returnus, keine Ahnung, ob ich da schon war. Sicherlich war ich da schon. Ich habe mir den Namen halt nicht gemerkt. Schon hier ist aber... Können wir noch mal wieder mal ein bisschen ein paar Steuergelände in Asphalt setzen, meiner Meinung nach. Auf Schild nicht geachtet. Aber da vorne waren wir noch nicht. Hier vorne waren wir noch nicht. So ein schönes Werbeplakat. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Tapales. Warte mal, Lagunas? Ich habe Laguna gelesen. Warte mal, rückwärtsgang. Ich habe eine Lagune gelesen. Ah, hier ist Lomitas, ja, wir haben es gefunden. Laguna Mosquito. Sisi. Aber hier ist Lomitas. Per Zufall sind wir richtig gefahren. Okay. Kreisverkehr ist natürlich Rotando. Oder was auch immer da gestanden. Ja. Der Kreisverkehr ist da hinten, aber die. Oh fuck. Ihr seht schon, dass der Kreisverkehr ein fucking Berg ist, ne? Dass ich jetzt hier gleich komplett einmal drüber senden werde, ist euch hoffentlich bewusst, ne? Ich werde jetzt einmal richtig Schwung holen. Und dann schießen wir diesen Golf 4 so über diesen Kreisverkehr drüber. Aber hallo, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das machen wir auf jeden Fall. Aber wenn der Verkehr hier nicht so lost wäre. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall. Sehr safe. Ich hole mal gerade richtig Schwung, meine lieben Freunde. Das geht ja gar nicht anders. Das Kreisverkehr, der so gebaut ist, muss übersprungen werden im Videospiel. So. Ja, mit dem Kameraschwenk, der wurde mir auch kurz übel. Keine Sorge. Warte nicht alleine. Wenn wir die Kurve kriegen. Okay, jetzt gib ihm. Jalla. Hoppa. Bam. Geil. So nimmt man Kreisverkehr in Videospielen. So nicht anders. Wenn die Möglichkeit gibt, fährt man da drüber. Da gibt es kein erste Ausfahrt. Also schon, erste Ausfahrt ist die dritte theoretisch. Zweite, aber doch immer. Haben nur den Motor ein bisschen beschädigt. Das hat ganz gut funktioniert, erstaunlicherweise. Aber die Map macht richtig Bock zu fahren, also bin ich ehrlich. Fahrenden ist die Map sehr weit oben mit dabei. Das ist schon, vor allem dieses ganze Landstraßengehämmer ist halt super unterhaltsam. Das macht halt einfach ultra Bock, hier durch den Verkehr zu schwirren. Und die ganzen Bodenwellen geben natürlich einen Twist dabei. Das ist ein bisschen Leap of the Run oder Pro Street Vibes hier. Wenn der Verkehr nicht das Hauptproblem ist, sondern eben die Beschaffenheit des Bodens. Und die nächste Ortschaft, die wenden hier wieder. Oh, Anker! Evila Rosario. Hier haben wir sogar Auto, hier haben wir sogar Werbung. Und eine weitere schöne Ortschaft. Ich glaube, der startet man am Anfang. Terminal. Am Flughafen? Haben anscheinend einen Flughafen hier. Weiß, Terminal heißt nicht Flughafen. Ja, Terminal heißt anscheinend nicht im Flughafen im Argentinischen. Auch hier Autohändler ohne Ende. Ein paar Graffitis. Dann eine Menge Speedpumps. Speedpumps vor allem. Speedbumps. Tankstellen. Alles Wichtige. Kreisverkehre. Oh. Die Landung war on fleek, weil ich damit den Bordstein vermieden habe. Alter, das war ja, als hätte ich es gewollt. Weil natürlich habe ich das gewollt. Sind die Schilder eigentlich massiv?
Ja. Gutes Beton. Das kriegst du nicht kaputt. Das finde ich gut. Wichtig, wichtig. So, Attention mit Desovio. Geradeaus, kann ich den 500 Meter nicht mehr geradeaus. Ja gut, weil es da ins Nichts geht. Also ich könnte jetzt weiterfahren, aber da geht es halt wirklich literally ins Nichts. Da ist Map-Ende. Das bringt nichts. Oh, hier haben wir einen schönen Feldweg. Ist richtig, richtig schön eben. So richtig, richtig schön eben. Mm. So richtig, richtig schön eben, Alter. Ja, 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 genau. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden, ist bumpy. In Argentinien baut man ja die Straßen noch ein bisschen anders. So. Mal ein bisschen Landstraßengehämmer. Das macht schon Bock, da bin ich ehrlich. Also die Map gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann sie wirklich vollends empfehlen. Wie gesagt, KI muss halt hier und da noch ein bisschen getweakt werden. Meistermodder aber. Komm, wir springen jetzt einfach über ihn drüber, oder? Das schaffen wir. Ja, schaffen wir. Easy. Boah, das war aber eine kleine Landung. Meine Fresse, heute wird aber auch insane geil Auto gefahren, ne? Muss man einfach mal sagen. Holy shit, wie dieser Mann hier abliefert. Das ist ja fast lächerlich. Es ist ja auf einem Stuntman-Niveau. Wahnsinn. Bin ja selbst ein bisschen überrascht von mir selber, wie geil das hier ist. Oh Gott. Oh, alles gut. Gib nur ein Gas, Vollgas. Hoppa. Links, 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 links. Viel weiter links, da kommen Bäume. Ja, ja. Ja, 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 ja. Perfekt. Super. Ja, ist bisschen übermodig geworden vielleicht. Hier und da vielleicht ein bisschen motiviert geworden. Hier rechts rum. Komm, rum. Die Map ist für alles gut. Du hast Highways zum Vollgas testen. Du hast Rallye-Pisten, also Feldwege, wie auch immer. Es sind fast Rallye-Pisten, sind wir mal ehrlich. Oh, ich fahre mal jetzt rechts rum. So. Oh, jetzt kommen noch schönere Straßen. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los, frage ich euch. Was sind das denn bitte für geile Straßen hier? Auf denen ich nicht fahre zu dreiviertel der Zeit, aber was, wenn ich es tun würde? Zack. Schön hier durch den Verkehr fliegen. Kurz mal einen Schwenker gehabt. Ich liebe ja, wie BeamNG sich mittlerweile am Lenkrad fährt. Das ist wirklich. Das ist insane. Spielt so eine gute Fahrphysik und die funktioniert am Lenkrad halt auch so gut. Ich spiele es damit viel zu wenig, das weiß ich selber. Schieder sind hoffentlich nie massiv. Nein, sind sie nicht, bei Glück. Kurz über die Tankstelle abgekürzt. Schön wieder am Gas bleiben. Aber so viel geht da auch nicht. Wie schnell fahren wir gerade? 2:30. Geht aber recht lange gut, also man hat recht lange schöne Geradeausstraßen hier. Und Baustellen. Eine Menge Baustellen! Sorry, Bruder. Es gibt eine Menge wunderbare Baustellen in Argentinien und eine wunderbare Map. Ich packe euch den Link dazu auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Kann ich nur sehr empfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne auch einen Daumen oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team.